Was geht ab, Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht von mir wisst, gibt es ab und zu ein paar Real-Life-Geschichten und deswegen werde ich euch heute mal was zeigen, was ich mir so in der letzten Zeit gekauft habe. Zum einen, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, habe ich so einen Getränkehalter fürs Auto und zum anderen habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Am Anfang kommt jetzt wahrscheinlich die Kamera und danach dann der Halt. Dieser Getränkehalter. Deswegen ist die Kameraqualität, Audioqualität und so alles ein bisschen weird. Wenn es euch interessiert, schaut es euch einfach bis zum Ende an. Dann gibt es auf jeden Fall noch was Neues, was ich jetzt in meine Videos einbauen möchte. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Ich habe das auch schon mal gespoilert. Hier hatte ich schon mal einen Link reingeschickt. Moment kurz. Ich muss kurz die Taste finden zum Scharfstellen jetzt. Und zwar hatte ich mal einen Link reingeschickt als Spoiler-Fragezeichen. Und da haben schon einige rumgerätselt. Ja, macht er jetzt mit Facecam und so. Kleiner Tipp, das wird vorerst nicht passieren. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich hole mir eine neue Cam. Warum und wieso, werde ich gleich erzählen. Ich würde sagen, nebenher packen wir aus. Und ich glaube, ich muss aufstellen, weil sonst wird es hier einfach viel zu viel Platzverschwendung. Ich werde auch gleichzeitig hier meine Aufnahme richtig mitlaufen lassen, dass ihr alles richtig verstehen könnt, weil die Kamera, ihr hört es vielleicht, wenn ich einen kurzen Ausschnitt reinmache, der Sound der Kamera ist nicht so geil, es rauscht ein bisschen, weil ich halt noch kein Ansteckmikrofon dafür habe. Okay, kommen wir nun erstmal zur Kamera selber. Was ist da alles drin? Also erstmal die Kamera natürlich an sich selber. Und zwar habe ich mir eine geholt, und zwar die Nikon D3400 Plus. Und dann kommt noch ein spezielles hier Objektiv dazu. Das ist allerdings nur ein Standardobjektiv, aber eins alles der Reihe nach. In diesem speziellen Kit dabei gibt es eine 16 GB SD-Karte, die ist allerdings schlecht. Ich hatte nämlich eine 64er. Und dann haben wir hier hinten noch die Tasche, die es dazu gibt. Genau, ich würde sagen, wir packen es mal aus. Kleiner Dings am Anfang, der würde jetzt nicht relativ viel drin sein, weil ich ja die Kamera aktuell zum Filmen in der Hand halte. Und zwar hatte ich eine andere. Und zwar liegt es daran, die hat ein SD-Kartenproblem. Deswegen kann ich da, wenn ich die SD-Karte reinstecke, kommt durchgehend immer Schreibfehler. Das heißt, irgendwas ist mit dem Slot nicht richtig. Es liegt auch nicht an der Karte, ich habe schon ausprobiert. Es liegt definitiv an der Kamera. Jo. Genau, jetzt muss ich aufpassen mit diesem Bändel hier. Ich kann leider nicht rauszoomen, das ist gerade ein bisschen weird. Wir haben hier das Päckle und dann werden erstmal drei Sachen geliefert. Zum einen die Kamera an sich und dann hier dieses Objektiv dazu. Das ist das 18x55er DX. Ich weiß gar nicht, hat die einen Bildstabilisator? Ich glaub's nicht. Nein. Genau. Da ist jetzt auch gar nichts drin, deswegen würde ich die Box einfach schon mal wieder vom Schreibtisch runterschmeißen. Und mal hier kurz die Tasche hochholen. Genau, so sieht die Tasche jetzt mal hier aus. Eine relativ coole, kompakt, klein gehaltene Tasche. Wenn wir das mal aufmachen, ist am Anfang jetzt ein bisschen viel Material, was man einem entgegenspringt, aber ich muss sagen, man hat echt viel Platz für diese kleine Tasche. Und zwar haben wir hier hinten haben wir erstmal so ein Fach, wo wir Sachen reinstopfen können. Normalerweise sind hier Betriebsanleitungen und hier noch so eine extra Abzweigung drin, die man hier einbasteln kann. Und hier würde jetzt theoretisch die Kamera reinkommen mit dem Objektiv nach unten. Das heißt, hier würde dann das Objektiv liegen und man könnte das oben rumklappen und dann wäre hier nur der Griff. Hier hinten haben wir dann Platz für. Mal gucken, ob ich das scharf kriege. Muss umgreifen, so. Hier hinten haben wir jetzt Platz für das Ladekabel. Das ist ein relativ großes Gedöns für einen riesen Akku. Da kann ich mal kurz was zum Akku sagen. Und zwar, ich bin jetzt aktuell auf zwei Balken. Und zwar, die Kamera hat so ein Anzeigemodul von drei Balken. Ich bin jetzt gerade auf dem zweiten und das heißt, es müsste jetzt noch so um 70% Akku drin sein. Ich habe die Kamera jetzt aufgeladen gehabt und seit dem letzten Aufladen lief sie jetzt pro Tag ungefähr im Durchschnitt 2 Stunden und 1,5 Wochen am Stück. Also über den Akku beschweren kann man sich wirklich überhaupt nicht. Der Akku ist krass heftig. So viel zur Tasche. Ich könnte euch jetzt zuballern mit Dateninfos über die Kamera. Das hätten wir hier. Da gibt es nämlich ein ganzes Handbuch voll, alles voller Funktionen und Zeug. Ich würde euch einfach mal kurz die Sachen erklären. Und vielleicht wechseln wir jetzt einfach mal kurz zur Handykamera. Dann kann ich euch auch ein bisschen die Kamera an sich mal zeigen. Also kurzer Cut.
Hey Leute, ich melde mich kurz mal aus dem Schnitt und zwar ist mir aufgefallen, dass das Video extrem lange wird und ich viel kürzen muss, damit es angemessen bleibt. Deswegen werde ich jetzt die technischen Details ein bisschen schneller vorspulen, ja, das wird gleich auf jeden Fall lustig werden. Wenn ihr euch wirklich für die Kamera interessiert, dann schaut mal in der Beschreibung, da habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, wo ihr nochmal technische Details und Informationen bekommen könnt. Ansonsten sucht einfach mal selber im Internet, da gibt es bestimmt einiges dazu. Ach so, ja, und eins noch, aus irgendeinem Grund ist das Videomaterial von dem, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, nicht wirklich schön geworden. Deswegen bitte entschuldigt das mal. In Zukunft werde ich jetzt mit der Kamera aufnehmen und das wird auf jeden Fall fresh. Also das Ding hier an sich ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit einer hochauflösenden Objektivgedöns. Okay, verkackter Satz. Genau, der Akku ist extrem krass langlebig, also wirklich, der funktioniert echt mega. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar ist der hier drunter, unter diesem Kasten, der geht halt komplett hier rein, ja. Also der geht wirklich bis hier hoch. Das ist halt so, das ist halt echt ein Bombenakku. Mit einer Hand rausmachen geht gerade schlecht. Auf der Seite haben wir einmal HDMI und einen USB-Ausgang, falls man die Karte raus und nicht rausbekommen würde. Hier auf der Seite haben wir einen SD-Kartenausgang. Hallo, kannst du mal scharf machen? Okay. Dann, was haben wir hier noch? Und zwar, dieses Objektiv kann von einer Weite wählen zwischen 18 und 55. Also 18 ist natürlich das, wo ich gerade vorhin gefilmt habe. Und 55 ist dann das nah rangezoomte. Das ist allerdings nur ein extremes Standardobjektiv. Also wirklich, wenn ihr mal auf die Ferne da oder auf die Nähe richtig was machen wollt, funktioniert das einfach überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Aufsatz, dass es eins hat. Mit diesem Knopf hier können wir das übrigens schließen. So, jetzt wäre es zu. Jetzt kommt allerdings die Meldung, wenn man es anschaltet, bitte Objektiv ausfahren. So. Hier vorne auf der Linse ist normalerweise hier so ein Deckel drauf, dass die Linse nicht verkratzt. Hier oben haben wir einmal eine manuelle Blitzangabe und einmal die manuelle Schärfeneinstellung. Hier nochmal das Logo 3400D. Genau, den Blitz hatte ich vorhin ausgefahren, der ist jetzt wieder eingeklappt. Dann können wir hier vorne noch ein paar Sachen auswählen. Das wird übrigens alles mit dem Daumen bedient, nur so nebenbei. Hier vorne können wir einschalten. Hier können wir dann aufnehmen. Hier können wir die Schärfe und Helligkeit und Kontrast und so ein Zeug einstellen. Nee, Schärfe nicht. Schärfe macht man mit diesem Rädchen hier vorne. Das ist aber alles manuelle Einstellungen. Und hier vorne haben wir noch ein Info über die allgemein die Kamera. Dann, wenn wir es uns rumdrehen, können wir hier oben eben den. Ein neues Mikro aufsetzen oder eben erweiterter Blitz. Für was dieses Rad ist, habe ich noch nicht festgestellt. Für das hier, da können wir die FOV, also ihr kennt zum Beispiel in Minecraft, kann man die FOV einstellen. Und dann geht das Bild so ein bisschen kleiner und weiter weg und kommt so ein bisschen näher. Damit ist das noch gedacht. Einfach um die Größe vom Bildformat ein bisschen herzurichten. Und ich merke schon, das wird schon wieder unscharf. Dann haben wir oben auf dem Rad einige Funktionen. Wir haben hier manuell, wir haben hier automatisch. Irgendwas mit Sender und P, müsste ich jetzt nachschauen, was das genau ist. Dann können wir hier noch ein. Also, das sind alles manuelle Einstellungen hier. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen, wenn wir es einschalten. Warte, ist die an? Ja, die ist an. Dann seht ihr jetzt hier unten einmal das Bild. Ihr seht jetzt hier oben auch die Akkuanzeige und so. Die Helligkeit, Kontrast, Brennweite. Kann ich mal anbleiben. Und die ganzen Einstellungen, die man dafür machen kann. Sieht es alles kompliziert aus, wenn man sich mit auskennt? Geht es eigentlich, wenn man weiß, für was man was benutzen möchte? Wenn man sich mit diesen Einstellungen nicht auseinandersetzen möchte, kann man auch hier von zum Beispiel, kann man zum Beispiel von diesen manuellen Sachen hier auf Guide umschalten, dann bekommt man einmal eine komplette Anleitung durch die Kamera durch. Ansonsten kann man auf Auto gehen, dann macht es die Einstellungen komplett alles automatisch. Ist allerdings in den meisten Situationen nicht gerade geil. Hier haben wir zum Beispiel Blitz aus, dann haben wir alles andere manuell. Dann haben wir hier Personeneinstellungen, perfekt angepasst für Personen in, ich glaube, weitläufig komisch gelichteten Räumen. Dann haben wir hier einmal die Landschaft und vor allem Berge und so ist damit gemeint. Dann haben wir hier spielende Kinder, die sich viel bewegen und nie wirklich hacken. Dann haben wir hier Sportmodus für jemanden, der vorbeirennt, dass dann so ein Wischeffekt im Hintergrund kommt. Dann haben wir die Blume, wenn man zum Beispiel eine Blume hockt und dann die Biene drauf fotografieren möchte. Und wir haben hier, muss ich jetzt mal kurz neben das Handy gucken, was ist das genau? Ah, genau, das ist für Nachtaufnahmen, damit die Belichtung anders schaut. Genau. Und hier können wir Effekte einstellen, wenn wir irgendwie mal einen speziellen Effekt haben wollen, dass zum Beispiel mal was aufblinkt oder sowas. Und dementsprechend, wenn ich jetzt hier drehe, seht ihr auch, dass hier unten die Einstellungen jeweils automatisch drauf anpassen. Genau, dann haben wir hier unten noch mehr Knöpfe. Wer hat's gedacht? Vielleicht können wir das mal ins Licht drehen. Genau, hier hinten ist mein Dings, meine Softbox. Dann haben wir hier einmal das LV, damit können wir Live-View umschalten. Das heißt, aktuell sieht man jetzt durch den Sucher hier oben und da hat man auch so ein Fadenkreuz. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Ich kann es mal kurz ranheben und einmal scharf machen hier.
Ja, ihr seht auf jeden Fall unten da im schwarzen Bereich steht was. Normalerweise würde jetzt noch so ein Overlay über das Bild gelegt. Das kann allerdings meine Handykamera nicht erfassen. Dafür ist die zu schlecht. Jetzt. Genau, und dann können wir nämlich auch hier umschalten, der Live-Viewer. Dann geht hier nämlich das an wieder. Und wir noch mal drauf drücken. Das war jetzt die falsche Taste. Jetzt hat man es kurz klacken gehört. Und jetzt schaltet es quasi um auf das digitale Display. Damit man zum Beispiel auch normale Menschen, also ich benutze zum Beispiel immer nur den Sucher, aber andere, die zum Beispiel nicht so erfahren sind mit Fotografie oder so, können dann auch einfach mal das Display benutzen. Oder wenn man die Kamera mal von sich weghalten muss und nicht direkt ans Auge oder so, dann ist auf jeden Fall das Live-Display gut. Aber zum Live-Ding komme ich gleich nochmal, da muss ich noch was anderes sagen. Dann haben wir hier an der Seite, wir können Bilder angucken, wir können ins Menü der Einstellungen gehen. Moin, jetzt ist es irgendwie dunkel geworden. Dann haben wir hier nochmal Plus und Minus für Schärfe und optischer Zoom. Ich meine, da gibt es einen haptischen und einen optischen, ich weiß, da gibt es irgendeinen Unterschied. Und vor allem, wenn du immer in der Galerie ist und Bilder anguckst, dann kann man damit zoomen. Dann haben wir hier hinten nochmal ein ganz normales Steuerkreuz, das ist ganz normal, das kennt man mit OK-Taste. Und hier eine Löschtaste. Man kann auch hier auf Vervielfältigung klicken, da hat man dann drei Modi zur Auswahl hier unten im Eck. Einmal Serienaufnahme, ich glaube, die kann bis zu 10 Bilder pro Sekunde dann machen im schnellsten Modus. Fernauslöser, dann kann man übers Handy auslösen. Dann haben wir hier im Vollbildmodus Fernauslöser, Selbstauslöser können wir machen, leise Auslösung. Dann haben wir hier Einzelbild und hier haben wir Serienaufnahme. Hier ist nur nochmal so ein Anstecker für ein Gedöns, wo man es aufschrauben kann. Eingestell. Genau. So viel zu der Kamera außen. Kommen wir nun mal, was die Kamera an sich kann. Da kann ich auch mal kurz ins Menü gehen. Wir haben hier diverse Einstellungen, die durchzugehen würde den Rahmen des Videos sprengen, deswegen lassen wir das mal. Wir können in der Bildqualität auswählen, ob es, oder erstmal, welches Format soll überhaupt gewählt werden. Und dann können wir sagen, nehm mal bitte, warte, jetzt muss ich kurz zu wissen, wie es zurückgeht. Ja, verkackt. Und dann können wir sagen, nehmen zum Beispiel in 1080p auf, dann gibt es ein Bild von 1920 auf 1080. Und das gleiche gibt es natürlich auch im Videoformat. Dann können wir noch einstellen, wie gut die Quali ist. Von den Bildern ist sie immer auf Ultra, habe ich sie eingestellt. Und von den Videos kann ich variieren zwischen 1080p, Ultra und Normal. Im Ultra-Modus macht es dann extreme krasse Shots. Da geht dann, das ist nämlich ein Nachteil bei Spiegelreflexsystemen. Sie werden nach 4 GB Aufzeichnung wird die Aufnahme abgebrochen. Das heißt, je krasser die Quali natürlich ist, desto mehr Speicherplatz verbraucht und desto kürzer kann man auch filmen. In der Einstellung, die ich vorhin aufgenommen habe, kann ich 20 Minuten am Stück filmen, ohne dass irgendein Problem auftritt. Außer die Karte ist voll, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und im Normalmodus würde ich dann bis zu 30 Minuten filmen können, bevor eine Aufnahme beendet wird. Diese 4 GB sind immer nur da, damit halt der Cache nicht ausgelastet ist und halt alles sauber aufgezeichnet werden kann. Genau. Dann kann man hier noch sämtliche Sachen einstellen, Farbraum, Displaybeleuchtung und was weiß ich alles. Ich weiß gar nicht, konnte man nicht das Disney. genau. So viel dazu. Ich würde gerne hier einmal nach links, geht es ja jetzt. Genau, wir können hier einige Sachen noch einstellen und einfach voll viel Zeug machen. Und genau, ihr seht jetzt hier Bluetooth hat die. Und zwar kann die nämlich live übers WLAN oder über Bluetooth übertragen. Und das wäre jetzt scheiße zum zeigen, weil ich dafür jetzt aufs Handy wechseln müsste. Ich kann, wenn ich hier ein Foto aufgenommen habe, kann ich sagen, übertrag das mir instant auf mein Handy. Zum Beispiel ist es auch geil, wenn wir mal live filmen werden, irgendwie, wenn wir da mal draußen sind oder so. Dann kann ich mein Handy nehmen oder mein Tablet ist besser in dem Fall und kann dann quasi sagen, hier, ich würde gerne diese Szene filmen, zeig mir es mal auf dem Display, wie das ausschaut, in groß. Und dann kann ich das nämlich einfach direkt abfilmen, beziehungsweise während ich filme, kann man das dann der Kollege zum Beispiel schon anschauen. Genau. Wenn ihr noch Fragen zu der Kamera habt oder allgemein, schreibt es gerne mal unten in die Comments. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da an solchen Videos gefallen findet. Und ihr wisst ja, ab und zu kommen mal Real-Life-Geschichten. das letzte. Lol. Jetzt seht ihr das übrigens hier auch, jetzt hat die Kamera gerade gesagt, fahren zum Fotografieren das Objektiv aus, indem sie den Zoom-Ring drehen. Ja, genau. Und jetzt ist das Bild schon wieder ausgegangen. Genau. Also an sich ist die Kamera recht gut. So zum Abschluss ein kurzes Fazit. Ich finde die Kamera richtig cool. Sie ist ein gutes Einsteigerobjekt. Es ist nicht das Perfekte und man müsste auch später mal noch dieses Ding hier upgraden. Allerdings macht es überhaupt nichts aus. Und für 450 € kann man wirklich nicht meckern.
Es ist eine coole Kamera, man kann viele krasse Bilder und Videos mitmachen. Und es ist einfach so der Zwischending zwischen Profi und, also nee, sagen wir zwischen Einsteiger und fortgeschrittenen Bereich für das Geld. Und irgendwie leckt die Kamera vom Handy jetzt gerade mega. Genau, man bekommt sehr, sehr viel für das sein Geld, würde ich behaupten. Die Kamera ist gut, liegt auch hier sehr gut in der Hand, hier durch dieses Ding. Und ich sehe gerade, die hat hier so einen roten Ring, das habe ich noch gar nicht gemerkt, Moin. Ja, genau. So viel dazu. So Leute, jetzt halt mal was anderes, was Ungewohnteres. Und zwar bin ich heute in meinem Auto. Ich habe mir hier so ein Dings gegönnt. So ein Getränkehalter fürs Auto, weil mein Auto das halt nicht hat hier, ne? Und ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Zum einen, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die schlechte Kamera- und Audioqualität. Das liegt ganz einfach daran, meine Kamera hat ein SD-Kartenslot-Problem, was das natürlich dann unmöglich macht, damit was aufzunehmen. Ich lasse das jetzt mal hier so stehen. Okay, ja, das gute Stück hier ist jetzt natürlich richtig geil alleine hier im Auto mit diesem Ding hier, ne? Kommt in so einer Verpackung, ihr habt es gesehen. Und das hat jetzt ein paar Tage länger gedauert, weil das musste erst hier von zollamtlicher Behandlung befreit, Deutsche Post, durch den Zoll durch. Das war nämlich japanisch oder so. Ja, hier steht auch die Anleitung auf Japanisch. Das kann ich leider nicht entschlüsseln. Leute, wenn ihr wisst, was hier steht, dann schreibt es mal gerne in die Comments. Und ja, dieses Gerät hier wird geliefert mit so Verschlüssen, diese Teile hier am Rand, hier, wo ich jetzt gerade so drauf zoome. Und das Ding hier. An sich ist es relativ cool. Cool. Es ist cool, es ist sehr stabil und wirklich massiv, also da kann man gar nichts sagen. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das hier gescheit ranmachen soll. Am geilsten wäre es natürlich so, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich müsste das dann eher hier hin machen oder so. Oh yeah. Okay, ihr seht auf jeden Fall diese unscharfen weißen Bahnen hier in Mitte vom Bild. Also da ist diese Kufe, was man hier rauffährt. Hier. Jetzt ist scharf. Ihr seht ja, dass man das hier raufschiebt, ja? Und wenn ich es jetzt mal drehe, wird es wieder halb unscharf, toll. Okay, auf jeden Fall seht ihr, dass hier jetzt weiße Bahnen sind. Und diese Bahnen, die sind halt durch Reibung entstanden. Das heißt, oh, jetzt sieht man es gut. Das geht nur relativ schwer rauf und auch wieder runter. Auf der anderen Seite genauso. Ich habe es jetzt eingestellt auf die Breite, dass es hier dazwischen passt. Und jetzt geht es auf jeden Fall. Das heißt, ich werde es jetzt mal komplett montieren und dann sehen wir uns weiter. Oder sehen wir weiter. Was mir eben noch aufgefallen ist, und zwar haben die so ein Teil hier mitgeliefert. Das ist so ein Schaumstoffdings. Das klebt man vermutlich hier unten drauf. Ich muss ja nächstes Mal putzen. Und dann dämpft es hier ein bisschen, weil sonst wird das hier übelst abgerieben. Das ist auf jeden Fall auch ein Fortschritt von dem letzten Ding. Und ja. Also Leute, ich habe jetzt das Pad hier mit sauber gemacht, habe es dann aufgeklebt, wie ihr sehen könnt hier. Ja, ey, ihr könnt es mal wirklich scharf sehen. Oh mein Gott! Und dann habe ich es, obwohl es nicht ganz gepasst hat, habe ich es halt jetzt einfach so dran gelassen. Ja, so schaut es jetzt aus. Es ist immer noch nicht gerade. Das könnte man jetzt noch regeln, indem man jetzt hier die Teile nachzieht. Und dann das Ding wieder oben überkippt und unten ist es ja eh schon dran wie Bombe. Also ich habe jetzt immer noch ein bisschen Schiss, dass hier hinten einfach meine Lamelle durchbricht. Wenn man hier jetzt ein paar Kilos reinsetzt. Maximal sind diese Halterungen eh nur für, ich glaube, 1 Kilo ausgelegt oder so. Das heißt, wer hier so doof ist und eine 1,5 Liter Flasche versucht da reinzuquetschen, ist eh schuld. Dann ist auch nicht garantiert, dass diese Lamellen hier hinten halten. Deswegen. Ja, ist schon ganz okay. Das ist einfach nur für einen Getränkebecher, wenn ich mal einkaufen war, beziehungsweise wenn ich was zum Mittagessen geholt habe oder so von der Schule oder von der Arbeit aus. Oder wenn ich mal längere Fahrten habe, dann kommt hier einfach ein 0,5 Fläschchen rein. Und ich denke, das passt auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt hier so leicht runterdrücke, sieht man eigentlich auch, dass es sich jetzt nicht so krass stark durchbiegt. Ich meine, ich kann jetzt die Lüftung überhaupt nicht mehr variieren. Weder, also so links, rechts geht es schon noch. Allerdings nicht mehr hoch und nicht mehr runter. Ich denke, das macht mir jetzt allerdings nicht so viel aus, weil das ist ja eh für Beifahrer und ich meine, ich fahre zu 50%. Und da hat eben einfach mal die Aufnahme abgebrochen, weil ich eine SMS bekommen habe. Moin. Also, der große Moment ist gekommen. Ich werde es jetzt nicht hier drauf stecken, sondern hier drauf.
Das heißt, man muss jetzt hier irgendwie senkrecht anfangen. Einmal reindrücken, dass es einrastet, dann umlegen. Okay, und hinten hat es jetzt schon mal nicht funktioniert. Einhändig ist es einfach ein bisschen scheiße. Ich muss jetzt kurz mal gucken, ob die Lamelle hier gegriffen hat. Ja, schön. Am Handy sieht man das jetzt, dass es nicht funktioniert hat. Okay, nochmal raus. So, okay, hier muss es rein. Also drüber ansetzen. Jetzt sind sie, glaube ich, griffig geworden, oder? Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt seht ihr hier hinten immer ein Stück. Ja, liebe Leute, so sieht es jetzt einfach aus. Ich würde sagen, für die technischen Details gucken wir gleich am PC. Da kann ich es euch dann im Internet zeigen. Und ja, warum habe ich sowas überhaupt gebraucht? Ich habe einfach einen Getränkehalter gebraucht, weil hier einfach, ihr seht, hier ist nur so ein kleiner Müll, der relativ blöd auf und zu geht. Dann haben wir halt hier nur eine ganz normale Anlage, einfach Radio und so. Hier ist halt nichts. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich zwar noch einen Scheibenkratzer, aber da hält ja kein Getränke oder so. Einfach hier ist einfach nichts dran. Ja, das ist einfach. Hier auch an der Seite ist es einfach nirgendwo ein Getränkebecher vorhanden. Ich habe hier komischerweise ein Schubfach, wo ich keinen Plan habe, für was das sein soll. Und hier habe ich nochmal Abstützungen, allerdings sind die nicht für die Fahrt geeignet. Überhaupt nicht. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das wär's. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich auf Kassette gehen würde? Dann kann ich in der Zeit auf jeden Fall kein Getränke ein Dings einstecken. Ja, liebe Leute, ich sitze gerade am Schnitt und merke, eigentlich habe ich schon so gut wie fast alle Details dazu gesagt. Ich werde einfach mal noch mal kurz aufzählen, was ich noch vergessen habe. Und zwar, dieser Halter da hat einen Durchmesser von dem Becherdings von 10 cm und kann maximal 1 Kilo tragen. Es geht natürlich auch mehr, ich habe schon ausprobiert, aber wenn man dann irgendwas kaputt macht, dann ist man nicht mehr Dings sicher oder so, sondern weil es der Hersteller halt angegeben hat, 1 Kilo. Das Ding wird geliefert in der Packung von 10 cm auf 10 cm mal 7,5 cm und besteht aus dem Kunststoff ABS und Aluminiumrippen. Diese Aluminiumrippen haben extra dieses spezielle Design, damit es im Sommer durch die Kühlung angestrahlt werden kann und diese Leisten aus Alu dann quasi die Kälte speichern können und das Getränk kühlen. Im Winter funktioniert das genau andersrum. Man kann es damit aufheizen durch die Heizung und dann wird das Getränk eben wieder warm. Das kann funktionieren, bei meinem Auto funktioniert das nicht, weil die Lüftung nicht stark genug ist und blablabla. Und wenn es in der Sonne steht, dann ist das Ding sowieso heiß. Aber das ist ein anderes Thema. Im Lieferumfang haben wir dann nochmal kurz gesagt den Halter an sich, die 4 verschiedenen Haken und diese M3 oder 3M-Klebstoff-Schaumatte. Genau. Das ganze Ding ist relativ schnell zusammengebaut, wenn man sich nicht doof anstellt. Und man kann dann insgesamt auch Stifte noch reinstecken, oben in diese Teilchen. Ich werde euch jetzt auch nebenher noch Bilder gezeigt haben. Ja. Und das ganze Ding gibt es auch in verschiedenen Farben. Einmal in Grau, in Silber, in Lila, in Pink, in Gold, in Grün, glaube ich, noch, in Schwarz und in Rot. Genau. Ja, liebe Leute, das wäre es nun auch mit dem Video schon gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und nun werde ich auch mal noch preisgeben, was ich ab jetzt in meine Videos noch einbauen werde. Ich möchte am Ende immer noch mal den Kommentar oder den Fakt oder sowas von einem anderen Video drunter nehmen, also einblenden und so. Und zwar hat mich zum Beispiel der Madam Best gefragt: Hallo Astronaut Olf, du bist der beste YouTuber ever, kannst du meinen nächsten Kommentar einblenden? Und genau deswegen habe ich das auch gemacht. Er fragt, mach mal ein Minecraft-Projekt und dazu habe ich auch eine Antwort geschrieben. Das ist das übliche Ding mit Planet Minecraft. Nee. Minecraft Planet X. Genau, so heißt das Projekt. Ich habe schon ganz vergessen. Und zwar haben wir einfach keine Zeit, richtige Termine zum Aufnehmen fin zu finden und die Map ist einfach gerade ein bisschen broke. Deswegen gibt es da aktuell keine neuen Folgen. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und genau. Nun beende ich aber endgültig das Video. Haut rein, wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button. Teilt das Video auch gerne mit Freunden und Verwandten. Bis zum nächsten Mal und ciao.